Ja, zunächst einmal möchte ich mich, Hans, bei dir ganz herzlich bedanken in unserer aller Namen und nicht nur für diese lieben Worte, sondern auch, dass du uns schon so lange in diesen Dingen begleitest. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsrates, liebe Gäste, im Namen meiner drei Partner möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns für würdig empfunden haben, diese ganz besondere Auszeichnung entgegenzunehmen. Wir fühlen uns sehr geehrt, insbesondere auch deswegen, weil dieser Preis eine ganz besondere Bedeutung für uns hat. Der Umstand, dass er das Zusammenspiel von Forschergeist, von Unternehmertum und von Zukunftsverantwortung, sowohl im Kleinen für den Nachwuchs, für den wissenschaftlichen Nachwuchs, aber auch im Großen für die Gesellschaft als so wichtig anerkennt und zelebriert, das entspricht sehr auch der Lebensphilosophie von uns Vieren. Wir als Forscher und Unternehmer sehen das so, dass wir unsere Forschung zu etwas translatieren wollen, was dem Menschen nützt, nach der Maxime Science to translate science to survival and to health. Und das ist etwas, was sehr im Einklang mit dieser Stiftung ist. Diese Auszeichnung sehen wir auch als Würdigung der Generation an Wissenschaftlern, die beigetragen haben zum Entdecken der RNA und zum Erforschen der RNA und damit als Wegbereiter ihrer Anwendung zu gelten haben. Forschung passiert immer über Generationen hinweg und wir können als Forscher immer aufbauen auf dem, was andere an Wegen bereitet haben. Auch möchte ich diese Gelegenheit nutzen, in unserer aller Namen uns zu bedanken bei unseren Weggefährten, die uns auf dieser langen Reise begleitet haben. Einige von denen sind hier. So ganz herzlichen Dank, dass ihr mit uns zu diesem Anlass hier seid. Und wir möchten uns auch bedanken bei unseren fantastischen Mitarbeitern, die das Ganze begleitet haben. Die Reise, die begann vor vielen Jahren und startete an unterschiedlichen Orten und mit unterschiedlicher Motivation. Unsere Freundin Katalin Carico war interessiert an einer Technologie, die ihr erlauben würde, Proteinersatztherapie zu machen. Und wir drei Mediziner aus Verantwortung unseren Krebspatienten gegenüber waren interessiert daran, einen Impfstoff gegen Krebs zu entwickeln. Impfstoff, das bedeutet ein Fahndungsfoto, den Krebszellen, dem Immunsystem zu kommunizieren, dass es dem Immunsystem dann ermöglicht, eine Hochpräzisionsimmunantwort gegen den ja dann schon bestehenden Krebs im Patienten einzuleiten. Wir dachten uns, wenn Krebserkrankungen doch so individuell sind und daran scheitern, dass wir immer nach der One-for-All-Medizin suchen, ist es dann nicht möglich, eine Krebsimpfung maßgeschneidert und on-demand für jeden einzelnen Patienten zu machen. Und wir erkannten das enorme Potenzial von RNA für diesen Zweck. RNA als eigentlich die ursprünglichste Form der Informationstechnologie, der Kommunikation, von der Natur dafür erfunden, die Information der DNA, der Erbsubstanz zu translatieren, zu übertragen in Proteine, die Funktionsträger des Lebens. Und ein Molekül, das transient wirksam ist, seine Information überträgt, aber dann auch wieder verschwindet. Uns war allerdings klar, dass neben dem großen Potenzial mRNA auch bedeuten würde, dass beträchtliche Entwicklung nötig war, um dieses Molekül für den präventiven oder therapeutischen Einsatz am Menschen fit zu machen. Und das hat uns Vieren dann auch tatsächlich etliche Jahre gekostet. Es fing an damit, mit dem Kernproblem der RNA, warum sie auch von vielen Forschern damals in den 90ern insbesondere vernachlässigt worden ist, nämlich damit, dass RNA, wenn sie von außen einer Zelle zugeführt wird, ihr eine geringe Stabilität und geringe Potenz hat. Sie überlebt nicht lange in der Zelle, weil sie eine Abwehrreaktion auslöst und sie muss konkurrieren mit den zelleigenen RNAs, die ja in jeder Zelle vorkommen. Wie erreicht man nun, dass man
RNA in der Zelle länger erhält und mehr Protein von ihr produzieren lässt, weil je mehr Protein, je mehr Wirkungsgrad, je mehr Potenz. Und das haben wir durch Molecular Engineering geschafft und wir hatten da verschiedene Ansätze. Unsere Partnerin Katalin hat festgestellt, dass sie die Abwehrreaktion der Zelle, die dann die weitere Nutzung der RNA unterbindet, dass sie diese verhindern kann, indem sie eine der vier Bausteine der mRNA modifiziert, Nukleosid-Modifikation. Dadurch kann man eine Art Tarnkappenmodus herbeiführen und die Abwehrreaktion aushebeln und die mRNA kann translatiert werden. Wir haben einen anderen Weg begangen. Wir haben festgestellt, dass die Strukturelemente, sozusagen die Steuerungselemente der RNA, die links und rechts von dem Fahndungsfoto, das ja vermittelt werden soll, als Regulatoren sitzen, dass man diese umdesignen kann, jedes einzelne von ihnen, und auf diese Art und Weise die mRNA in der Zelle stabil machen kann, also sie mit einem VIP-Pass versehen kann. Im Covid-19-Wirkstoff haben wir beide, im Impfstoff haben wir beide Ansätze miteinander kombiniert und haben auf diese Art und Weise eine sehr hohe Potenz und damit die Notwendigkeit von geringen Dosen erreichen können. Nächste wichtige Frage. Wohin müssen wir einen RNA-Impfstoff im Körper lotsen und wie genau machen wir das? Auch das eine Frage, die uns viele Jahre beschäftigt hat. Wir haben uns da von der Natur abgeguckt, wie man das denn so macht. Möchte man eine Immunantwort auslösen, dann passiert diese Immunantwort natürlicherweise in ganz bestimmten Organen, nämlich in den sogenannten lymphatischen Geweben des Körpers. Das sind die Bootcamps des Immunsystems und da sitzen spezialisierte Zellen, sogenannte dendritische Zellen, die sozusagen die Hochleistungstrainer sind. Wenn Sie wissen, wie das Fahndungsfoto aussieht, dann induzieren Sie eine starke und präzise Immunantwort. Also war die Aufgabe, mRNA-Impfstoffe dorthin zu bringen. Und zu diesem Zweck haben wir Einpackmechanismen aus Lipid, aus Fettbläschen entwickelt, die das ermöglicht haben und dadurch diesen Bodyhack geschafft. Dann die dritte Frage, die uns lange beschäftigt hat. Die große Vision war es ja, maßgeschneiderte Impfstoffe für Krebspatienten herzustellen. Und das ist immer noch unsere Vision, die wir verfolgen. Individualisierte Impfung bedeutet, dass man zunächst mal für diesen einen Patienten die Erkennungsmerkmale seines Tumors charakterisiert, und die sind bei jedem Patienten unterschiedlich unikal, dieses dann in einen mRNA-Impfstoff designt und diesen Impfstoff dann maßgeschneidert und on-demand herstellt, während der Tumor des Patienten wächst. Damit haben wir begonnen, vor vielen Jahren, 2013, erstmalig tatsächlich in Patienten zu gehen. Und am Anfang hat das Herstellen des Impfstoffes für jeden einzelnen Patienten 3 bis 6 Monate gedauert. Mittlerweile, nach vielen Jahren und vielen Innovationen, sind wir bei 3 bis 6 Wochen. Bis 2019 hatten wir Hunderte von Krebspatienten an vielen Orten der Welt in unseren klinischen Studien mit individualisierten RNA-Impfstoffen aus Mainz behandelt. Jedes Mal war es ein Wettlauf gegen die Tumorerkrankung, und das hat uns geholfen, optimierte Methoden zu entwickeln und eine Sensibilität für Dringlichkeit zu entwickeln. Und das hat uns geholfen, als wir an dem schicksalshaften Wochenende im Januar 2020 verstanden haben, dass die Welt sich in einer Pandemie befand und nie wieder so sein würde, wie wir sie kannten. Wir fühlten, so sind Wissenschaftler, das wissen Sie alle, die Sie hier sind, wir fühlten die Verantwortung, mit dem über viele Jahre erforschten und entwickelten, zur Bewältigung dieser anbrechenden Krise beizutragen. Und das nächste Kapitel dieser Geschichte, die wir ja Projekt Lightspeed genannt haben, die Entwicklung unseres Impfstoffes noch innerhalb des Jahres 2020, die ist vielen bekannt.
Die Mission, das Potenzial der RNA-Technologie zu nutzen, ist mit Zulassung eines Covid-19-RNA-Impfstoffes allerdings nicht zu Ende. Wir alle wissen, die Evolution von SARS-CoV-2 bleibt dynamisch und die Verfügbarkeit von Virusvarianten angepassten RNA-Impfstoffen, die in den letzten Monaten realisiert werden konnte, zeigt weitere Nutzungsmöglichkeiten der RNA und zeigt auf, wo in der Zukunft Virusimpfstoffentwicklung hier hingehen wird. Wir sind aber auch überzeugt, dass RNA weit darüber hinaus transformatives Potenzial hat. Wir sind überzeugt, dass sie uns helfen wird, die Vision von individualisierten Krebsimpfstoffen zu erfüllen, weil sie durch ihre Versatilität erlaubt, durch miniaturisierte Produktion und Parallelproduktion und durch den Rückenwind von Industrie 4.0, die ja auch hier in Deutschland geboren worden ist, tatsächlich eine Individualisierung von Krebsbehandlung hinzubekommen. Wir sind aber auch überzeugt, dass darüber hinaus in anderen therapeutischen Indikationen, nicht nur in Krebs- und Infektionserkrankungen, sondern auch zum Beispiel in Autoimmunerkrankungen und regenerativer Medizin, RNA Möglichkeiten eröffnet, weil sie eine Kommunikationstechnologie ist, Veränderungen und Verbesserungen der Art und Weise, wie wir Patienten behandeln, zu schaffen. Als Wissenschaftler möchte man auch immer den Disclaimer aussprechen. Und lassen Sie mich das am Ende jetzt tun. mRNA-Technologie kann viel, kann sehr viel leisten. Was sie nicht kann, ist zaubern. Wenn man kommunizieren möchte, muss man immer noch, selbst bei bester Kommunikationstechnologie, wissen, was man sagen muss und zu wem man es sagen muss. Das heißt, um das dann auch tatsächlich zu können, bleibt auch weiterhin solide, wissenschaftliche, neugiergetriebene Mechanismusforschung sowie diligente Technologieentwicklung der Rosettenstein in dem Prozess Science to Survival zu translatieren. Vielen Dank.